Das ist, weil das mit dem Wasserbad geht. Da drinnen ist ein Rand und das ist voll mit Wasser. Und da sieht man ganz genau, wo das Wasser ist, ein Wasserstand. Und wenn der Druck steigt, das heißt durch den Kocher oder durch die Flamme, kocht dann das Wasser, dieses Wasser, tut der Eisen die Kupfer und diese Kupfer dann entsteht automatisch ein Kocher, das heißt mit Wasserbad. Da wird es gekocht, es steigt in der Hut ein, der Hut geht in den Verstärker, das heißt auf Deutsch Kotzer. Und dann entsteht innen drin ein anderes Rohr, wo die Dämpfe wieder aufsteigen tut. Das heißt, alles, was nicht hundertprozentig ist, kühlt er da drin ab in den Verstärker. Und dann ist an der Geistrohr. Der Geistrohr ist immer noch Dampf. Und dann geht er in die Kühleranlage, das heißt in die Kühlkolonne. Und da sind Spiraltrenner oder senkrecht Rohr, wo das abkühlt. Und da kommt der fertige Schnaps raus, diese Schärfe, wo manche Schnäpse wirklich ein schönes Schmack haben. Der steht im Minzen mir ein gutes Jahr im Keller drin, im Glasballon oder im Stalltaus. Und vorher kommt er nicht in die Flasche. Weil diese Schnäpse brauchen ihre Ruhe. Weil es sind durch Stress das ganze Jahr durch die Traube, durch dieses Wachstum und jetzt nicht schön brennt, wie gesagt, von der Gärung nach der Gärung brennen und dann entsteht diese Stresssituation. Leider muss er richtig schön. Genau, sind dann Glasballon. Das Wasser muss zum Schnaps passen und dann muss ich nicht so eishaltig, nicht so kalkhaltig und lauter solche so Kleinigkeiten. Und dann teste durch die pH-Wert. Und dann entsteht halt ein guter oder schlechter Schnaps. Ja? Mein Schnaps lagert mindestens ein halbes Jahr. Mindestens, wenn nicht ein ganzes Jahr. Es kommt darauf an, weil den Williams darf man nicht so lange lagern, weil es verliert dann Aroma. Aber alles, was wie Obstler oder Quetsche, so lange wie es geht, unser länger alter ist, unser besser ist. Okay. Nur all diese aromatischen Schnäpse, die sind nicht so, die darf man nicht so lang halten. Wichtig ist, weil die gut gebrannt sind. Weil das macht ja schon viel aus. Sauberkeit, Sauberkeit. Das ist sehr wichtig. Diese Brennerei steht seit 1937. Das sieht man noch besser. Das ist eine alte Steineiche. Weil das ist für mich ein Beispiel, ein Eschefass, da habe ich jetzt kurz jetzt für 10 Tage oder 14 Tage Williams neu, nagelneu, weil der Eschefass bringt dann nicht so viel Aroma. Wichtig ist, weil das sagt, bleibe, weil ich will ja nichts verstecken, ich will ja nichts retuschieren. Ich will der Williams haben, wie er ist, nur halt mit der kleinen bisschen Note vom Holzfass. Kann ich probieren? Das ist sehr schmal.